So, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Freedom Planet hier im Jade Creek. Und nein, hier wird nicht geraucht. Ihr merkt schon, wer mit dabei ist. Es ist der beste Let's Player der Welt, sogar besser als APM. Was? Stimmt meine Aussage nicht, oder was? Ja, was ist das? Ja, ich weiß, er ist einfach dabei. Verdöner. Ich meine, er hat bessere Kommentare als LPM und ist geskillter als LPM. Geskillter als ich, weil ich gleich wieder tot bin. Weil du dir anstellst wie ein abgelaufener Döner! Nee, weil meine Energie wieder alles. Na, wer macht dich alle? Alter, ich war knapp geschossen. Nein! Doch! Steck deine Meteoriten woanders rein, du hässlicher Pinguin, auch wenn du die Duro-Stimme hast. So, ich teste mal kurz. Das habe ich getestet. Och nee, ne? Ich hab den Gegner umgebracht, während er mich umgebracht hat. Ich bin doch so krank komisch. Du bist doch krank. Krachend. So, Eck, erstell mal mir mal gleich so ein. Power Quit. Das geht nicht, wenn mein Smartphone kaputt ist. Oh, stimmt. Ich kann es zwar machen, aber mir fehlt das Android-Gerät. Na, das zeige ich mal in Ich den habe nur ein Notebook. St Habt. St Okay, du weiter. Ich habe nur ein stinknormales Handy jetzt im Moment. Das Smartphone, das Sony Xperia E1, ist kaputt. Stimmt, ja. Displaybruch. Displaybruch. Hallo, Quatsch, Freak 89. Na, Sonic an dich. Wirst du schön umgebracht? Nachdem ich doch ganz dubisch an der einen Stelle gestorben bin, obwohl ich da nicht sterben konnte. Nee, das war nicht meine Schuld, da hat die Kamera scheiße gemacht. Na. War der auch ich hatte einmal Rooftop Run bei Nacht. Hätte ich ohne Sterben geschafft, hätte die Kamera nicht in irgendeinem Bockmist verzapft und letztendlich bin ich da kurz vorm Ziel gestorben. Du kennst doch Sega. Die sind doch mal geil für eine zickende Kamera. Die Freedom Planet Musik, die gibt's ja noch von mir nochmal in Extended Version, die Invisibility Theme. 10 Minuten, das schicke ich dann MRC, das kann er in seinen Videos benutzen. Brauchst du nicht. Ich habe den offiziellen Soundtrack mir gekauft, schon seit einer Ja, Weile. auch wenn das Original ein wenig komisch im Gegensatz zum Spiel, aber dafür gehen wir mal weg. Ihr müsst wissen, ich habe früher Na, ich mal. denk mal einfach. Ich denke mal, das liegt auch an der Konvertierung, da die In-Game-Music im OGG-Format konvertiert sind. Ja, ihr müsst Vielleicht wissen, liegt es auch daran. erstens, ich bin gerade ein Noob, um überhaupt mal nach oben zu kommen. So, ich erstelle mir jetzt mal für. Na. Erstmal hier so ein Profil für meine Gaming-Tastatur. Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen und jetzt ist es mir entfallen. Ist irgendwas Wichtiges? Wichtig oder Ah, unwichtig? jetzt Das weiß ich ist hier die wieder. Frage. Und zwar habe ich damals, als das Freeplan rauskam, eine 10 Minuten Extended Version von dem Invisibility Theme gemacht. Und es ist wirklich wie im Spiel. Nicht wie im Soundtrack, sondern wie im Spiel. Ich habe es genauso hingekriegt, aber man merkt ganz leicht die Schnittstellen. Deswegen will ich es nochmal überarbeiten. Damit es auch ein bisschen, sagen wir mal, besser und flüssiger klingt. Dann denke ich mal, kann ich es auch mal releasen. Könnte auch ein Video verwenden. Rechne die bei Galaxy Trail.
Na, du kannst auch bei Bandcamp auch den Soundtrack in FLAC-Qualität kaufen. Und das ist nochmal eine Ecke anders als MP3. Weil FLAC nochmal sehr viel bessere Qualität bietet in Sachen Audio. Gesterben! Bei Baum. Alter, die Tante macht mir Angst. Nicht. Doch. Nicht. Die stirbt, ne? So, jetzt. Alter, ich bin gleich tot. Spiel an. Ich schalte mal kurz bei mir das Spiel an, weil ich muss jetzt. Jetzt hab ich keine Scheiße machen, ich werde sterben. Hör auf zu heulen, du Memme! Sorry! Es gab bei mir das Problem. Memme! Oh! Gott! Dammit! Fucking! Scheiße! Memme! 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 Ich will keine Memme. Ich werde dir mal als Memme beleihen, wenn du hier rumjammerst. Ich bin gerade gestorben, weil einer von ihren dummen Bummern von oben kam. Übrigens, MSC ist Meister beleidigt. So zur Info. Also er denkt, er kann besser beleidigen als MSC, er hat schon mal schlechte Karten. Oh, fick dich doch. Selbst MSC stellt sich doch besser an als ich und ich bin eigentlich geskillter. High Breath? Bist du mit jemandem ausgegangen? What? Steht hier vier Herzen ab? Oder vier Blätter? Was soll denn der Scheiß? Als ich da der Kako gemacht habe, hast du nicht so viel abgezogen. Oh, fick dich doch, du hässlicher. Ihr hört grad Breath. Breath wird euch nahe Träumen verfolgen. Oh, ich hasse dich. Ich bin gestorben, bevor der Kampf losgeht. Ich hasse das Eis. Oh, ich hasse das. Sieh schon jetzt. Sprichst du erstmal? Nee, ich werde selber sterben. Oh Gott! Da kann er dir helfen! Ich weiß! Du Klappspaten! Oh stimmt, ja, es hat mir gewarnt, dass er noch ein bisschen wütend ist, das Splatoon. Und jetzt muss ich das alles aushalten. Danke, ihr Splatoon-Spieler, ihr seid solche verfickten Schweine! Westmaler! Ihr seid so dumm, ihr habt keine Hobbys. Ihr seid dreckige Penisse. Jetzt habe ich es echt am Aufstand gesagt. Aber es muss es gesagt sein. Manchmal muss man. Du weißt, was du gesagt hast. Du hast, da ich ja auch Splatoon-Spieler bin, du hast mich automatisch mitbeleidigt. Ich hab dich nicht gemeint. Zur Info. Ich hätte. Um es kurz zu sein, ist er MSA ist nicht, ich meine, alle die MSA hier ganz halt gestört haben in diesem Spiel, also ihr seid solche. Die sind alle OP. Die waren ja schon über Level 10 schon. Ja. Die sind ja, die besser. Hatten das Spiel ja schon ab Release. Ich hab's mir erst am Montag gekauft. Nach Release. Und das waren nur 2 Tage nach Release. Sagen wir mal jetzt so,
zwei Werktage nach Release sozusagen. Weil Sonnabend zählt immer noch mit als Arbeitstag. Oh, oh Gott! Was ist das für eine Verrückte? Aber oh, was steht sie überhaupt? Oh Gottes Willen! Ihr guckt mir gerade zu, wie ich sterbe ständig am laufenden Bande. Wie wird das bei Sorbeton? Ich sollte mich erst besser anstrengen. Stimmt ihr? Was? Ich hab doch. Ihr scheiß Tasten. Na komm her. Jetzt wirst du sterben. Jetzt wirst du sterben. Neue Methode. Der All-in-One-Cruise-Sterb-Methode. So. Ich hasse sie jetzt immer mehr. Ach, ich hab auch eine geile Idee jetzt für mit meiner Gaming-Tastatur. Könnte er auch eine Steuerung für Fraps gleich machen. Ja, und ich brauche einen Cheat. Die GMS, diese Tanne geht mir so auf den Sack jetzt. Wer weiß, ob es überhaupt Cheats gibt. Und alle Hacker da draußen machen mir einen Cheat. Und sorgt mal, dass die Kontrollsteuerung ein bisschen besser funktioniert. Krass, meine A-Taste nicht funktioniert. Denn dass die Welt extra an Schuld ist. Rast dich aus. Also Cheats gibt's nichts. Ich hasse diese verdammte. Ich hab's dir übrigens schon mal geschrieben, weil das schon hier so ein Google Plus Eintrag in der Google Suche drinne ist. Von mir. Da hab ich dir glaube ich zu Part 16 kommentiert. Von Freedom Planet. Was war da? Ich hab's vergessen. Harter Bosskampf heißt der Titel. Ach, war das wegen Spade? Wurde noch in Jade Creek auch was. So, ach so, deswegen. Oh, das war Kampf gegen Sobatin. Wo du da irgendwie beschwert hast, warum gibt's dafür keine Cheats? Das gibt keine Cheat-Tools. Höchstens so eine Modding-Tools hier, wie hier weiß ich, hier so ein Tool, wo du denn diese sogenannten Scanlines einfügen kannst. Genau, man kann die ausweichen. Fick dich doch. Sodass das Spiel richtig retro aussieht. Man kann den nicht ausweichen. Spin dort. Controller, mach hör auf mit der Scheiße. Sonst mach ich mir das Tastatur, warte mal. Ich teste mal was. Ja, ich mach mit Tastatur jetzt hier. Ich raste hier sonst da aus. Jetzt mach ich mit Tastatur spielen. Jetzt ist mir alles. Sonst hol dir ein vernünftiges Gamepad, was auch EX-Input unterstützt. Ne, meiner ist vernünftig. Es ist so ein bisschen wegen des dummen Analog-Stack. Der Game ist auf den Scheißsack. So, jetzt. Ja, sonst jetzt. Sonst hol dir von Razer so ein X-Input-Controller, so ein Xbox. Ja, jetzt geht's besser. Soll ich mal kicken? Rausnehmen wir, jetzt habe ich ja den Sieg in der Tasche. Na komm, jetzt werde ich dich umbringen. Überbringen Razer Gaming Controllers. Oh, oh Gott! Wo
kommt das Ding her? Was? Der, ja, was? Was? Ich hab Maris getroffen, dann schießt er nach links. Galaxy Tracer, wollt ihr getrollt werden? Das können wir gerne auf die Theatertour machen. Wenn es mit sowas schon losgeht. Also langsam reicht's mir ja. Oh, komm runter! Nicht mehr, weil ich keine Leben mehr hab. Weil du dir wie ein Noob anstellst. Sagst du leicht! Letzte Warnung, sonst bist du von mir aus gesehen Game Over. Das ist aber der letzte Chance, da bin ich down. Haha! Meine über 10 Leben! Danke! Boah, jetzt hab ich gleich wieder. Jetzt hab ich wieder keine Energie. Weil du mir alle weil du mir alle klaust. Ist ja sehr schön ausgelacht. Freust dich, hä? Freust dich? Ich hasse dich noch mehr, du Dreckskuh. Jetzt bin ich Game Over. Ich hasse diese Tante jetzt so eiskalt, dass ich jetzt sagen würde. Wenn er wie so ein abgelaufener Döner anstellst. Ich stell mich nicht an. Die Tante raubt mir alles schon. Die einen Eisattacken raubt mir schon meine ganzen Blätter. Oh, jetzt hab ich wieder keinen. Hier stecken wir beide. Und ich glaub nicht, müsste man bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle stecken. Dann kriegst du halt ein Spiel zuvor, was du dann zocken darfst und dann deine Wertung aus. Kannst du, welches Alter das ist. Willst du mich ärgern? Ist mir doch scheiße, ja. Dann kluckst du eben halt den ganzen Tag vor der Glotze und spielst an der Konsole. Genau, Leute, spielst du 2 Stunden dran, den Kampf zu mitgewinnen. Ne, bei USK kriegst du ja verschiedene Spiele vorgesetzt. Nur zur Info. Keine Indie-Titel. So, jetzt machst du keine. Jetzt machst du kein Schild, jetzt hast du wieder ein Schild. Den raufst du jetzt ganz mal ganz flott. Mann. Hä, ich hab dich gehittet! Critical! Sorry, das war's, Critical. Und der kotzt dir gleich an. Ja komm, geh ich mal down. Warum muss ich da ständig an der Wand stehen? Weil du geil drauf bist. Merke ich gerade. Okay Leute, der Pappe wie folgt heißen. Lila lässt mich nicht durch. Du Wandgeiler Typ. Ich glaube, du wirst mich immer ausmachen, wenn du sehen wirst, was die Hardcore Challenge ist. Das ist die Hardcore Challenge. Das ist die härteste Challenge, die jemals jemand gestartet hat. Nicht mal LPM wäre dazu imstande. Der würde lieber wegrennen. Na komm. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich mich genau da, wo ich dich haben wollte. Jetzt habe ich nämlich Strategie gegen dich. Ha? Pech gehabt? Na komm, meine Strategie ist jetzt super. Jetzt kann ich nicht mehr sterben. Perfekt, gewonnen. Wow, nach 20 Minuten habe ich es eigentlich mal geschafft, den Kampf zu gewinnen. Ja, ich bin nicht tot. Aber wirklich, war hier gerade Bomben sind. Ich sehe LPM. Er lacht mich aus. Ne, er lacht mich nicht aus. Dafür ist er noch nicht gut genug für mich. Lauf, Müller, lauf.
Weil wir Kaviar Game Over sind. Mach mal, wir machen Überlänge. Ha, Pech gehabt. Müssen wir jeder beschweren. Wir sehen, wir sind lache oder weine. Oder was genau warst du jetzt von meiner Seite her? Ich glaube, er will, dass ich heule. Ich hab's Gefühl, als hätte ich gerade herausgefunden, was er mir sagen will. Wenn du glaubst, ich heule rum, dann glaub es. Jeder hat das ein Glauben. Irgendwer hat keinen Bock mehr mit mir zu reden, oder? Oh gut, ich dachte, der will nicht mehr mit mir reden. Und ja, ich hab wieder alle meine Leben verloren. Raubt ihr mir einfach mal so einfach mal meine ganzen Leben. Danke. Vielen herzlichen Bitte. Dank. MS ist Leben. Absorptionsservice. Wir nehmen ihre Leben. Ich werde dich umbringen. Maya möchte seine Leben abgeben. Oh, jetzt kommt. Nee, du bist als erster dran. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Ja, ich gleite mal mit dem Schild. Ja. Oh, fick dich doch, du scheiß Sobbetin. Da springe ich in ihn rein, wenn er gerade seine Schussattacke nach oben macht. Ja, da. MSC findet es lustig, aber er ist ja oft wegen sowas gestorben ist. Ich bin gerade dran. Ich glaube, ich hätte es doch wieder sagen sollen, weil jetzt habe ich ihn wieder dran erinnert. I've got you now, Sir Bitten. Komm her mit deinem Flammenwerfer. Oh ja, bring mich um. Bring mich um. Ich glaube, an die Death Star wird 4x50 ja. Stehen. Ganz bestimmt. Wer hat gebrochen? Niemand. Service hat gebrochen. Er musste reiern. Ich dachte jetzt eine Person, die ich nicht nennen darf jetzt. Welche Person? Mit wem reden wir jetzt? Soll ich die Initialen sagen? Das reicht schon. Ja. Du kannst dir denken, wen ich meine. Ja. A.H. Ich sag, soll ich den Tipp geben, aber du darfst den Namen nicht sagen, weil ich weiß nicht. Ich weiß gerade nicht welchen. A.H. Sag ich nur, der Tatpaar hat mit dem Krieg. Ersten, zweiten Weltkrieg zu tun. Ach so. Bitte nicht sagen. Ich sag auch nicht. Dass der Name noch erlaubt ist, rauszuhauen. Glaube ich jedenfalls nicht. Ach, ist down. Meine Fresse, ist Dobbitin ist down. Wir haben Shade Creek geschafft in einem Part. Was bin ich, wenn du mit 21 Minuten. Speedrunner würde dir sofort ausbuhen. Okay, dann wird's gefallen, schreibt einen Kommentar auf Gesetz. Ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder schnell. Also bis dann, Leute.